Funktioniert's? Ja, super, perfekt. Ich stelle mich hier hin, weil das ist so gendermäßig nicht gut. Das ist so für etwas größere Menschen gedacht. So. Und so Frauen mit Migrationshintergrund, die sind dann im Hintergrund. So. Anyhow, also heute bin ich da und ich bin froh, hier zu sein. Und ich danke dem Organisationsteam für die tolle auch Zusammenstellung. Ich glaube, das ist eine sehr spannungsreiche Zusammenstellung auch der Themen. Und ich hoffe, dass wir da auch gut diskutieren können. Und bin froh, auch in Graz zu sein. Ich war schon mal hier an der FH vor vielen Jahren. Aber von da, wo ich damals hier gesprochen habe, bis heute haben sich meine Themen ein bisschen verändert oder stärker fokussiert, sage ich mal. Also neben Gender und Queer Studies, was Teil auch meiner Lehre ist, ist einer der großen Foki die postkoloniale Theorie. Damals 2005 gemeinsam mit Nikita Dhawan die erste Einführung in die postkoloniale Theorie auf Deutsch geschrieben. Wir haben die geschrieben aus so einem Ärger heraus, weil wir immer das Gefühl hatten, es wird schon so drüber geredet, aber die Leute verstehen das nicht. Die haben eine seltsame Vorstellung davon, worum es geht. Und vor allen Dingen Nikita, die sehr aufbrausend sein kann. Es ist meine Partnerin. Also habe ich dann nur beruhigen können und gesagt, okay, dann gibt es nur eine Lösung, dann schreiben wir halt eine Einführung und dann hat man vielleicht doch mehr Leuten das auch vermitteln können, worum es eigentlich geht. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben jetzt, was wir bezeichnen als Postcolonial Boom. Ja, alle dekolonisieren alles. Die Hochschulen werden dekolonisiert, die Museen werden dekolonisiert, die Stühle werden, ich weiß nicht, man kann alles dekolonisieren. Und das ist auf der einen Seite gut, weil das war ja intendiert. Wir wollten ja auch, weil immer wenn man kritische Sachen macht, dann will man auch in den Mainstream rein. Ne? Man macht ja nicht Kritik, um marginal zu bleiben. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ne? Man will in den Mainstream rein. Wenn es aber in den Mainstream landet, passiert immer eine Deradikalisierung. Ja? Es wird sofort appropriiert und dann macht man alles Mögliche damit. Und das ist immer dieser tricky point. Man will rein. Und dann passiert was mit dieser Theorie. Also mein Vortrag, und das war auch ein Wunsch von der Projektgruppe, die das hier organisiert hat, hat jetzt zwei Konzepte sozusagen zusammengebracht. Auf der einen Seite die postkoloniale soziale Arbeit oder die postkoloniale Theorie oder postcolonial studies, whatever. Und auf der anderen Seite eben auch das nochmal zu fokussieren mit einer queeren Perspektive, ja, und deswegen ist der Begriff Heteronormativität da reingekommen. Und das versuche ich, aber das ist natürlich, das kann auch eine Vorlesungsreihe sein, aber ich versuche das jetzt möglichst dicht zu machen, mehr so auch kleine Appetizer für den großen Hunger vielleicht. Also da kann man vielleicht sich was rausziehen und sagen, okay, das gucke ich mir nochmal genauer an. Das war so ein bisschen die Intention. Ja? Gut, beginne ich mit der Queer Theory. Es ist absolut unsinnig, immer zu suchen, wo fängt die an, wann fängt die an und so weiter. Ich finde diese Quellensuche immer ist absurd. Es beginnt irgendwann mal. Und es ist immer ein Zusammenschluss von sozialen Aktivismus auf den Straßen. Und das startet wahrscheinlich vor allen Dingen innerhalb während einer Pandemie, nämlich der letzten großen Pandemie, die immer noch anhaltend ist, nämlich die AIDS-Pandemie. Ja, in den 80er Jahren beginnen Menschen sich darüber zu empören, dass man bestimmte Menschen einfach erstmal stigmatisiert und marginalisiert und dann auch sterben lässt. Ja, also eine bestimmte Form von Nekropolitik, die da zum ersten Mal sehr stark wird und auch staatlicherseits befördert wird, weil man sich nicht drum geschert hat, wenn die Leute gestorben sind. Gleichzeitig beginnt aber auch die feministische Theoriebildung und die feministischen Debatten und Diskussionen,
Hier muss man schon sagen, vor allen Dingen im Westen und hier nochmal vor allen Dingen in den USA, da können wir auch nochmal drüber sprechen, was das bedeutet, dass fast alle kritischen Theorien, die wir heute sozusagen in Anschlag bringen, aus den USA kommen. Ob das nicht auch was tut mit unserem kritischen Denken, könnten wir nochmal drüber sprechen. Und da ist ein wichtiges Buch, ganz sicher, das von Judith Butler, das Unbehagen der Geschlechter, Gender Studies, Gender Trouble, weil das erscheint im Englischen 1990 und 1991 schon auf Deutsch. Das ist ganz interessant. Und eine der wichtigsten Kritiken und Empörung wirklich, es war nicht nur Kritik, Empörung kommt tatsächlich aus dem deutschsprachigen Raum. Ja, sehr viele Feministinnen haben gesagt, was ist das? Es versteht kein Mensch, was du da schreibst. Und der Körper ist doch wichtig. Du löst die Körper auf. Ja, aber das war natürlich nicht intendiert. Darauf hat Judith Butler mit einem noch dickeren Buch reagiert. Bodies that matter. Ja, also Körper von Gewicht. Klar sind die Körper wichtig. Und deswegen müssen wir auch darüber sprechen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Satz, an dem man jetzt auch länger sich auch aufhalten kann und darüber auch diskutieren kann, was das bedeutet. Und ich glaube, ich habe den einfach rausgenommen, weil man da sieht, wo eigentlich die theoretischen Überschneidungen sind zwischen Queer Theory und Postcolonial Theory. Weil im Grunde genommen kann dieser Satz in einem Buch stehen zur Einführung postkolonialer Theorien oder in einem Buch zur Einführung der Queer Theory. Ja, nämlich es geht immer um eine radikale Infragestellung eines totalitären Denkens und essentialistischer Auffassung. Ja, also immer wenn wir dann sagen, das ist halt so und das ist halt so und das muss auch so bleiben und das war immer schon so und das wird auch in Zukunft so bleiben, dann ist es etwas, was auch totalitär gedacht wird und alle denken so. Ja, wir tun dann immer so, als alle, wir alle würden gleich denken. Diese universalisierende Geste ist etwas, was die postkoloniale Theorie sich wirklich auch vorgenommen hat und versucht hat, das zu dekonstruieren, also zu zeigen, wo da auch die Widersprüche sind, wenn sich Europa und die europäischen Theorieproduzentinnen oder Wissensproduzentinnen sich anmaßen, ihre Theorien so anzukündigen, als könnten sie Sinn machen für die ganze Welt. Ja, und das hat was mit Kolonialisierung zu tun, darauf komme ich gleich zurück. Und das betrifft im, sozusagen im Kern, also es ist einer der Kernpunkte, die da auch getroffen wird, die Vorstellungen von Gender und Sexualität. Also wie wir Sexualität denken, wie wir Geschlecht denken und wie die Mehrheit der Menschen wahrscheinlich heute tatsächlich in den meisten Ländern dieser Welt Geschlecht und Sexualität denken, ist eine europäische Erfindung. Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Sexualität zu organisieren. Ja, dass ich denke, dass man Sexualität nur so organisieren kann, dass ich eine Vorstellung habe, da irgendwo im Universum gibt es eine Person, die wartet auf mich, finde ich dann auf Tinder heute. Aber das ist nur eine Person und für die meisten Menschen muss sie auch ein anderes Geschlecht haben wie ich. Finde ich seltsam. Warum eigentlich? Also okay. Und dann findet man diese Person und dann wird das aufgebaut und sagt, genau, das ist die Person, die ist mir vom Universum geschickt. Und dann wird's ganz verrückt, dann sagt man, und damit ich auch sicher bin, dass die mir vom Universum geschickt worden ist, lasse ich dem Staat einen Vertrag aufsetzen. Ja? Und dann bleiben wir unser ganzes Leben lang zusammen. Und dann habe ich nur noch Sex mit dieser einen Person. Das ist schade, nur so am Rande. Nur noch mit dieser einen Person und mit der reproduziere ich mich dann auch. Und der Staat sagt mir auch, das kommt auch aus, unter anderem aus Kolonialgesetzen, mit wem ich mich reproduzieren soll. Ja? Und wer überhaupt auch reproduzieren soll. Ja, da gibt es so natalistische Gesetze auch, das ist eine Biopolitik. Okay? Das sind essentialistische Auffassungen von dem auch, was der Mensch ist, was human ist, was Sexualität ist und wie wir sie eben leben. Ich könnte mir das auch anders vorstellen. Und es ist tatsächlich so, dass als die Kolonialisierenden in den Kolonien gelandet sind, die waren schockt, was sie da alles gesehen haben. Ja?
und einfach nur diese ganzen Kombinationen und Permutationen, wie man zusammenleben kann. Es ist nirgendwo in den Sternen geschrieben, dass man Kinder als Eigentum sehen muss. Meine Kinder. Kann man auch anders machen. Es steht nirgendwo geschrieben, dass ich Ökonomie organisieren muss in einer Kleinfamilie. War auch in Europa lange Zeit nicht der Fall, ist aber in Vergessenheit geraten. Also wir gehen, und deswegen ist die Idee von Geschlecht und Sexualität ist eigentlich einer der Kernkritiken auch innerhalb der postkolonialen Theorie. Ja, und sehr häufig wird das dann vernachlässigt. Also wir machen eine radikale Kritik. Um das zu machen, brauchen wir etwas, was wir bezeichnen als eine sehr spezifische Erinnerungspolitik. Eine sehr spezifische Erinnerungspolitik. Nämlich nicht eine Erinnerungspolitik, die uns befreit und die uns erlöst, wo man sagen, ja, das erinnern wir, da gab es irgendwo Gewalt und das ist auch okay und das wird nie wieder passieren, also in diesem Gestus, sondern die Geste ist, sich von diesen Erinnerungen auch beängstigen zu lassen. Die sind nämlich beängstigend, wenn wir uns die genauer anschauen. Ja, und es gibt eine Soziologin, die ich sehr schätze, Avery Gordon, die spricht von einem Spuk. Ja, das spukt einfach in unserer Geschichte, in unseren Theorien, in der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, in der Art und Weise, wie wir was gut finden oder nicht gut finden, was gut riecht und nicht gut riecht, also das Affektive, das Körperliche, wie wir theoretisch denken. All da sind sozusagen die Spuren historischer Gewalt Europas auch begraben. Und deswegen schlägt Avery Gordon vor, das daraus eine Methode zu machen. Ja, also das ist nicht etwas zu machen, ja, das ist da und es ist irgendwie unangenehm, sondern machen wir das doch als eine Methode. Und sie schreibt, ein Spuk ist eine ganz besondere Art zu wissen. Wir erfahren so, was einst geschah oder gerade geschieht, und den Geistern der Geschichte verfolgt zu werden, zieht uns affektiv, manchmal gegen unseren Willen und immer ein wenig magisch in die Gefühlsstruktur einer Realität, die wir erleben. Aber nicht als kaltes Wissen, sondern als transformative Bewegung. Und das wäre so einer von meinen Punkten, die ich heute machen will, dass wir, wenn wir kritische Theorie machen, sie immer auch die Frage stellt, nach Transformation, nach Veränderung oder, weil ich Castro heiße, Revolution. Also, wie können wir das Leben, die Welt revolutionieren, ne? Also radikal tatsächlich auch in Frage, die Strukturen in Frage stellen. Gut, dafür müssen wir, und das ist spannend, also wenn wir eingenommen werden von der Vergangenheit und der historischen Gewalt, die in dieser Vergangenheit auch liegt, als Methode nehmen, dann müssen wir aber auch eine Analyse machen des Hier und Jetzt. Und das ist etwas, was für die postkoloniale Theorie wichtig ist und auch für die Queer Theory. Nämlich, dass wir von anderen Zeitlichkeiten sprechen. Und wenn ich von Zeit spreche, habe ich meistens diese europäische Vorstellung, ne? Gestern, heute, morgen. Aber man kann das auch anders denken. Erstens gibt es andere Zeitvorstellungen, die zum Beispiel nicht linear sind, sondern zum Beispiel eben zirkulär. Dann gibt es zum Beispiel diese interessanten Sachen in den Sprachen, dass im Hindi, die Nationalsprache Indiens, die Menschen nur ein Wort haben für gestern und heute. Das ist dasselbe Wort. So als dann ist das sozusagen eine Zeitlichkeit. Oder die Aymara, am Aymara-Sprechende, muss ich sagen, weil es sind sehr viele unterschiedliche indigene Communities, unter anderem in den Anden in Kolumbien sprechen Aymara, einige von diesen Communities. Die haben das, wenn sie von morgen sprechen, benutzen sie die Vergangenheitsform und machen auch diese Bewegung. Ja, und das ist interessant, weil das auch in der Queer-Theorie auch nochmal aufgenommen wird, nicht aus diesem Wissen heraus, eigentlich aus anderen Überlegungen heraus, aber dieselbe Idee sich daraus entwickelt, dass Zeit und Raum etwas ist, was strukturiert ist, und zwar gewaltvoll strukturiert ist. Und wenn wir das aber uns anschauen über die Erfahrung, dann ist das etwas ganz anderes. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine
globalisierten Nekrokapitalismus, in dem es eigentlich nur eine Form von Zeitvorstellung geht und die ist schnell und effizient. Ja, ich muss schnell von A nach B kommen, ich muss besonders effizient sein und alle, die das nicht machen können, die sind praktisch immer dazu verdammt, auch zu scheitern. Ja? Also gucken wir uns an, was das gestern in dem Heute sozusagen zu suchen hat und wie sich das darstellt. Dann könnten wir das, ja wie gesagt nur Appetizer, machen mit einem Konzept, was aufgestellt worden ist von Aníbal Quijano. Das ist ein peruanischer Soziologe, der diesen Begriff der Kolonialität der Macht entworfen hat und uns zur Verfügung gestellt hat, auch als Instrument, das zu denken. Und was meint er damit? Kolonialität der Macht bedeutet, dass Kolonialismus, und so denkt das auch die postkoloniale Theorie, nicht etwas ist, was stattgefunden hat vor 100 Jahren und jetzt dann vorbei war und das ist alles schon so lange her, sondern dass es sozusagen ein ongoing process ist, dass es eine Struktur ist, die im Heute wirksam ist. Deswegen sprechen wir von Wirkmächtigkeit. Ja, Kolonialismus interessiert uns nicht nur, muss ich sagen, also auch, aber nicht nur als etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, also unter historischer Perspektive. Es interessiert uns vor allen Dingen die Wirkmächtigkeit dieser Strukturen, ja, in dem Hier und Heute. Und da können wir, das können wir beschreiben als Kolonialität der Macht. Und als ein Beispiel, hier zum Beispiel der Begriff der Rasse, wo Aníbal Quijano schreibt, moderne Muster der Macht, die Rasse, also der Raza, mit der Kontrolle der Arbeit, dem Staat und der Produktion des Wissens verknüpft. Also die Kolonialität der Macht macht etwas, das bestimmte moderne Muster mit eben sehr Vorstellungen auch von, also von rassifizierenden Vorstellungen verknüpft. Und das ist etwas, was wichtig ist für die Produktion des Wissens. Ja, und das ist ganz, ganz interessant, diese Verknüpfungen sich anzugucken. Rassifizierung gilt Aníbal Quijano in diesem Vorstellung von Kolonialität der Macht als grundlegende Klassifizierung. Und Effekt, und er schaut sich deswegen dann die Effekte der kolonialistischen Aufteilung der Welt an. Und ihr könnt das relativ einfach, also es gibt sehr viele Gedankenexperimente dazu, um das auch fühlbar und nachfühlbar zu machen, begreifbar auch zu machen. Eins ist mir jetzt vor kurzem, also hat mir jemand erzählt und dann dachte ich, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Die Distanz von Berlin zu Mariupol in der Ukraine ist ungefähr dieselbe wie Berlin zu Aleppo. Wenn die Leute darüber sprechen, sagen sie immer, die Ukraine, die sind uns so nah. Das sind imaginative Geografien. Wer ist uns nah und warum? Und was hat das zu tun, könnte man dann fragen, auch mit der Rassifizierung der Welt? Warum empfinden wir Leute, die wir nicht kennen, als uns nah und andere, die wir nicht kennen, als ganz anders? Ja, als seien sie, hätten sie mit uns kaum was zu tun. Das sind Effekte, das wäre jetzt ein Effekt der Kolonialisierung und des kolonialen Denkens. Wir haben ein Problem, wenn wir uns mit Wissensproduktionen auseinandersetzen, auch in der sozialen Arbeit. Weil nämlich viele der Grundkonzepte, der wichtigen, also auch für die soziale Arbeit wichtigen Konzepte, wie zum Beispiel Emanzipation oder Freiheit oder Demokratie oder Menschenrechte, nicht denkbar sind ohne die Schriften der Aufklärung. Ja? Also ohne zum Beispiel die Schriften von Immanuel Kant. Und da erzähle ich immer gerne diese Anekdote. Bei einem Vortrag in Berlin hat Spivak einen sehr genialen Vortrag gehalten und eine Studierende erster Reihe stand auf und sagte, ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, das war ziemlich gut. Mir ist aufgefallen, und das fand ich seltsam, sie haben sehr häufig Kant zitiert. Und dann hat sie gesagt, that's right. Er hat gesagt, ja, aber Sie haben so oft Kant zitiert, dass ich das Gefühl hatte, Sie sind ein Fan von Kant. Und dann hat sie gesagt, that's right. Und dann sagt sie, aber Kant war ein Rassist. Und dann hat sie gesagt, that's right.
Und dann war Stille und sagte, dann hat sie gesagt, aber nicht alle Rassisten waren so klug wie Kant. Und daraus hat sie dann auch eine Strategie gemacht. Wie gehen wir damit um? Ja, also die postkoloniale Theorie geht davon aus, dass wir, das sind, also da sieht man auch, dass es sehr stark inspiriert ist von poststrukturalistischer Theorie, von Ideen von Foucault und Derrida und so. Wir können sozusagen keinen Punkt außerhalb haben und dann darauf gucken, kritisch darauf gucken, sondern wir sind immer mittendrin und müssen dann schauen, wie wir dann Kritik ausüben und kritisch sind und handlungsmächtig bleiben und handlungsmächtige Räume eröffnen für diejenigen, denen man die Handlungsmacht genommen hat. Ja? Aber wir sind sozusagen immer mittendrin. Es gibt keinen Platz, keinen Raum, der unkontaminiert ist, könnte man sagen. Ja? Das sind alles kontaminierte Räume. Wir sind mittendrin. Das, wie wir sprechen, ja, also wir wissen das, ne? Also das ist unsere Sprache, ist eine durch und durch rassistische Sprache. Wir versuchen da heraus uns zu winden, aber das sind immer dilematische Situationen, in die wir da kommen. Ja? Und das können wir uns auch geschichtlich angucken und mit diesem Begriff zum Beispiel des Eldorado. Eldorado, das waren die Kolonien für Europa. Ja? Dieses golden glitzernde Land. Und man wollte die Gewürze haben. Man wollte die Stoffe haben, die produziert worden sind. Man wollte aber auch das Wissen haben, was dort war. Ihr wisst vielleicht, das ist ein sehr wichtiges Beispiel in dem Buch Orientalism von Edward Said, eins der vielen Bücher in der Liste von viel zitiert, wenig gelesen, indem er dieses tolle Beispiel hat von den Truppen von Napoleon, die Ägypten besetzen, weil sie eben auch da wieder an die Gewürze rankommen wollen und auch an die Stoffe und andere Ressourcen. Und er geht aber nicht dann nur hin mit Tausenden von Soldaten, um das Land einzunehmen und zu unterdrücken, sondern nimmt auch 100 Wissenschaftler mit. Das sind Philologen, Astronomen, Mathematiker, Theologen, alles weiße Männer, die kommen aus Frankreich. Und die haben die Aufgabe, das Land zu studieren, alle das Wissen aufzunehmen, ja. Und Said beschreibt das sehr schön, da entstehen diese riesigen Bücher, die sind wirklich dann so riesig groß und die sind jetzt in Frankreich, in Paris. Und alle, die Geschichte, und das gilt nicht nur für diesen ägyptischen Feldzug, sondern das ist etwas, was sich dann fortsetzt als Idee, das so zu machen, weil man nämlich Menschen besser beherrschen kann, wenn man sie kennt. Das ist dieses Dilemma da drin auch. Aber das führte unter anderem dazu, dass wenn ich heute mich interessiere für den afrikanischen Kontinent und die Geschichte des afrikanischen Kontinents, dass ich dafür am besten nach London oder Paris oder Berlin fahre, in die Archive. Ja? Das wäre so, als wenn jemand in Wissenschaftlerin in Ghana sagt, also Graz interessiert mich. Und deswegen fahre ich nach Eritrea, um Graz zu studieren, weil da sind die Archive, die ganze Geschichte Graz liegt in Eritrea in den Archiven. Und wenn man das umkehrt, dann merkt man einfach, wie verrückt das auch ist. Eldorado war deswegen immer auch ein Albtraum. Es wurde sehr viel an der Geschichte zerstört und in einer bestimmten Art und Weise auch archiviert, so dass wir auch nur noch Zugang haben zu bestimmter Geschichte und Geschichten. Bestimmter Zugang ist uns auch versperrt. Ja? Und er zeigt sehr deutlich auch, dass diese Mission, die Welt zu zivilisieren, die leider die internationale soziale Arbeit manchmal immer noch hat, ne? Also hinzugehen und die Welt zu zivilisieren. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn Sozialarbeitende zurückkommen aus einem Land im globalen Süden und sagen, oh Gott, die sind so arm, aber die sind so glücklich. Ja, das ist sozusagen wirklich, da kann man, das ist auf der Phänomenebene, sieht man da nur Kolonialismus. Ne? So, weil das ist genau die Zivilisierungsmission auch gewesen. Das war immer auch dieses Exotisieren und gleichzeitig dann auch Unterdrücken.
Wir bleiben damit gefangen, und das ist auch ein Konzept, was eigentlich von Bateson kommt, aber was Spivak dann nutzt, gefangen in einen Double Bind. Wir kommen da nicht raus, weil es ist immer beides. Ja, es ist immer beides. Und da müssen wir schauen, ob wir da Möglichkeiten finden. Für Boaventura de Sousa Santos, das ist ein Soziologe aus Coimbra in Portugal, der hat diesen schönen Begriff, und ich glaube, das ist wichtig, das ist dieser eine Teil von dem Epistemizid, also der Zerstörung, der maßlosen, intendierten Zerstörung von Wissen. Das hat während der Kolonialisierung stattgefunden und das findet auch heute noch statt. Wir können das eben sehen, nicht nur als eine Beherrschungstaktik, ja, Wissen zu zerstören oder zu disqualifizieren. Also das ist nett, nette Geschichten, aber es ist kein Wissen. Ja? Also wie viele ich schon auch auf Podium auch diskutieren muss, dass zum Beispiel Rassismuskritik, das ist halt, ja, es ist nett, es ist was Aktivistisches, das ist Ideologiekritik, aber das ist nicht Wissen. Und was ist dann Wissen? Ja? Während zum Beispiel rassistische Theorien, also die Theorien der Rassen, als pseudowissenschaftlich bezeichnet wird. Und ich sage, das ist nicht Pseudo. Das war Wissenschaft. Das haben sehr anerkannte europäische Wissenschaftler aufgestellt, argumentiert und gefestigt, und das wird bis heute weiter tradiert als Wissen. Das hat mit Pseudowissenschaft nichts zu tun. Das heißt, wir müssen damit auch umgehen. Boaventura de Sousa Santos richtet den Blick auf eine Seite, nämlich die Zerstörung von Wissen. Deswegen gibt es sehr viele, die sagen, postkoloniale Theorie ist das Suchen nach irgendeinem Wissen, was wir noch nicht kennen. Dann machen die eigentlich wieder dasselbe, was die Kolonialherren gemacht haben und später dann die Ethnologinnen gemacht haben, gehen die alle in den globalen Süden und sprechen mit indigenen Personen, um da noch irgendwo Wissen zu finden. Ja, was sie noch nicht kennen. Und dann wird das sozusagen adaptiert, und Ayaz Ahmad, das ist ein bekannter Literaturwissenschaftler, der sagt, das ist ein kapitalistisches System. Ne? Man nimmt die Rohstoffe aus dem globalen Süden und dann macht man in Westen Theorie daraus und dann reimportiert man das in den globalen Süden. Ne? Weil die können ja keine Theorie produzieren. Ne? Die haben nur Rohstoffe, die haben Ideen, Vorstellungen, Kosmologien. Nehmen wir dann, machen wir Theorie raus und dann können wir sie wieder in die Welt geben. Das war schon während der Kolonialzeit so und das war auch heute so. Das wäre die eine Seite, deswegen müssen wir gucken, dass wir uns den Epistemizid auch ernst nehmen, weil das zu Recht so ist. Aber wie ich das schon genannt habe, und das noch mal ganz kurz auch mit als Folie, wir haben auch gleichzeitig diese humanistische Tradition, ne, die Grundlage für auf der einen Seite für die Ausschließung kritischer Formen der Wissensproduktion war und den generellen Widerstand gegen eine Dekolonisierung und Demokratisierung akademischer Institutionen darstellt und gleichzeitig uns aber auch die Instrumente der Kritik gibt. Sie geben uns die Instrumente der Kritik. Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel sage, ich beziehe mich auf Marx, dann bezieht sich Marx auf Hegel. Und dann ist Hegel ohne Kant auch nicht dann denkbar in diesen abendländischen Panorama von Philosophie. Wir sind da drin sozusagen gefangen. Und ich werde gleich dann zwei Folien weiter ein bisschen darüber sprechen, was wir daraus machen. Aber das wollte ich jetzt erstmal als Aufriss haben, was eigentlich das Dilemma ist, das Grunddilemma, mit dem wir es zu tun haben. Komme ich nochmal zurück auf wie das dann wirkt auf Sexualität. Da gibt es und Geschlecht. Gibt es eine ganz interessante Sache, die man sich vergegenwärtigen muss. Als die Europa den Rest der Welt, der 85% des Territoriums ausmacht, kolonialisiert hat, dann gab es eine sehr wichtige Legitimationsstrategie und die hieß: Wir sind nicht hier, um die Leute zu unterdrücken oder die Ressourcen auszubeuten. Wir sind hier, um die Frauen zu befreien. Das haben die Briten sehr ausführlich gemacht. Sie haben gesagt, wir sind hier, um die Welt zu befreien. Die Briten waren auch diejenigen, die dann es auch geschafft haben, die Sklaverei zu verbieten. Und das sagt Salman Rushdie. Wenn es die Sklaverei nicht gegeben hätte, hätten die Briten das erfunden, um sie dann später dann sozusagen die Abolition durchsetzen zu können. Nur damit sie sagen können, wie gut sie sind. Aber natürlich haben sie
vorher und auch nach der Abolition sehr auch davon profitierte. Also das heißt, Frauen werden, und das ist ganz interessant, immer als ein Symbol genommen, um Gewalt und Herrschaft zu legitimieren. Und das ist etwas, da gibt es eine Kontinuität. Heute hört man die Rechten sprechen, FPÖ in Österreich, AfD in Deutschland, die wollen alle die muslimischen Frauen retten. Würden am liebsten direkt in die Wohnungen gehen und die da rausholen aus diesen patriarchalen Familien und sie befreien und der Emanzipation zuführen. Ja, das ist die, also es ist wirklich eine Kontinuitätslinie von dem, wie auch die alten Kolonialschriften das beschreiben. Wenn wir über Sexualität sprechen, haben wir aber was anderes. Weil da war es so, dass als die Kolonialherren in die unterschiedlichen Kolonien gekommen sind, haben sie darüber gesprochen, dass die Kolonialisierten ihre Sexualität sozusagen nicht im Griff haben. Ja, Höhepunkt, also ich würde sagen, der zweite Höhepunkt der Kolonialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts, ja, also das ist so in England, das viktorianische Zeitalter, da haben die, waren die so bekloppt, da haben die sogar Tücher um die Tischbeine getan, weil das ist anstößig. Das darf man dann nicht machen. Also in dieser Zeit landen die dann in Indien und in, keine Ahnung, in alle möglichen Ländern und sehen halt, es gibt einen ganz anderen Umgang mit Sexualität. Ja, es gibt nicht nur die Missionarsstellung. Ja, also Frau unten, Mann oben. Das ist die einzige, die legal war, für lange Zeit in Europa übrigens. In Deutschland, glaube ich, bis hin zum Ende der 50er Jahre. Muss man sich vorstellen, sagt der Staat, was ich da zu machen habe. Anyway. Und das hieß, wir müssen sozusagen sie zivilisieren und das bedeutet auch, dass wir ihnen eine, die rechte Form der Sexualität beibringen müssen. Wir müssen das beherrschen. Ja? Sie können nicht mit allen und jeden hier Sex haben. Das funktioniert nicht. Heute gibt es eine 180-Grad-Wendung. Heute machen wir in Europa alles und jedes mit jedem. Und die Homophoben sind diejenigen, die ehemals kolonialisiert waren. Ja, dann sagt man, in Europa und im Westen, in der Welt sind wir so liberal. Wir wissen, mit der Sexualität umzugehen. Wir sind da nicht beschränkt. Wir können da auch ganz offen leben und unterschiedliche Konstellationen auch zulassen. Aber jetzt haben wir die ganzen Migranten hier, ne? Die aus diesen rückständigen Ländern kommen, ne? So ist das Narrativ. Und die lassen das nicht zu. Und das ist interessant. Ja, also wir haben einen Diskurs, der bleibt und einen Diskurs, der macht eine 180-Grad-Salto und es funktioniert trotzdem. So dass man sehen kann, das hat nichts was zu tun mit der tatsächlichen Realität, sondern das sind tatsächlich auch Strategien, die auch stabilisiert werden, um auch beherrschen zu können. Eine sehr interessante postkoloniale Theoretikerin, nämlich Anne McClintock, das ist eine Schülerin von Edward Said, die hat ein sehr tolles Buch geschrieben, das heißt Imperial Leather, das ist schon Mitte der 90er Jahre, und da hat sie auch dieses schöne Konzept der Pornotropics. Sie sagt, die Kolonien waren eigentlich für die Europäerinnen wie Pornotropics. Ja, also Porno, so irgendwie, was kann man sich vorstellen? Man konnte da alle möglichen Sachen entdecken und auch ausleben. Und die Tropen auch als eine Konstruktion, die im Übrigen auch eine sexuelle oder eine sexualisierte Darstellung der kolonialisierten Länder sind. Da ist es heiß und hot. So, da denkt man gleich so an, und dann sind die Leute, tragen kaum Klamotten, die sind immer alle halb nackt und das ist dieses, also sexualisierte Verhalten immer. Das sind die Fantasien, die da sind und die kann man nachlesen in Tagebüchern, in Reiseberichten und so weiter. Und Anne McClintock sagt, das ist wie so eine fantastische Laterne, mit dem es Europa gelingt, all seine verbotenen sexuellen Begehren und Ängste zu projizieren. Also alles das, was dann in Europa eigentlich verboten war, projiziert man auf die anderen. Und das ist heute auch noch so. Ja? Also das ist auch dann weiterhin so geblieben. Gut, jetzt könnten wir sagen, wenn wir Queer Theory und Postcolonial Theory zusammenbringen, dann gibt es sozusagen nochmal so eine interne
eine interne Revolutionierung der Theorien. Insbesondere die Leute, die sehr aktivistisch unterwegs sind, haben auch sehr schnell das Gefühl, wir haben so Räume, die sind befreit davon. Ja? Da würden wir immer sagen, achtet auf die Gewalt in den Rissen. Ja? Also man könnte sich zum Beispiel angucken, heute in queeren Kontexten, wie da das Bild der anderen ist, ob das aufgehoben worden ist. Ja? Das ist eine naive Vorstellung, dass man sagt, dass diejenigen, die unterdrückt worden sind, selbst nicht unterdrücken. Psychologisch ist das überhaupt gar nicht verständlich, weil vielleicht eher das Gegenteil der Fall ist. Aber das ist schwierig für wir, die wir in so aktivistischen Kreisen unterwegs sind, das auch zu verstehen. Wir haben auch immer wieder diese Kämpfe innerhalb zum Beispiel der queeren Kontexten, in Berlin ist auch immer noch sehr deutlich, zwischen Moderne versus Traditionen. Also dass das auch gespalten wird. Das ist nur so random ein paar Beispiele, woran man das sehen kann, wie diese Gewalt in den Rissen weiterlebt. Und wir haben nach wie vor auch queere Normalisierungsdiskurse und auch postkoloniale Normalisierungsdiskurse. Was ich sehr auffallend finde, und das ist da habe ich noch keine Lösung sozusagen dafür, warum das so ist, aber was ich sehr spannend finde, ist, dass viele antirassistische Gruppen in Europa sich nicht interessieren für die postkoloniale Welt. Ja, also in Berlin kann ich dann immer sagen, Leute, Rassismus endet nicht in Berlin und auch nicht in Kreuzberg. Ja, Rassismus kann man nur verstehen, wie eben auch Sexismus, wenn man es anschaut als eine Verflechtungsgeschichte. Und um das aber tun zu können, wenn wir das ernst nehmen, dass das Verflechtungsgeschichten sind, dann muss ich mich auch interessieren für das, was außerhalb Europa passiert. Um dann auch zu verstehen, was in Europa passiert. Also ich glaube nicht, dass das ohne das andere geht. Und das ist spannend. Also guckt euch mal so einen Philosophen an wie Hegel. Der hat jahrelang Sanskrit studiert. Jahrelang hat er Sanskrit studiert, weil er fasziniert war von indischer Philosophie. Wenn ich in meinen Seminaren, wo ich sehr viele Aktivistinnen hier sitzen habe, frage, nennt mir einen Philosophen auf dem afrikanischen Kontinent. Ist ja nicht ein Nationalstaat Afrika, wie viele denken. Das ist ja ein Kontinent. Oder nennt mir eine Künstlerin aus dem asiatischen Kontinent. Dann ist Stille. Jetzt kommt noch manchmal zaghaft Bembe. Der ist angekommen. Aber that's it. Das kann ja nicht sein. Ja? Also warum gibt es dieses Interesse nicht an den anderen? Wie heißt die Hauptstadt von Kongo? Wer ist Präsident in Eritrea? Was für Kämpfe gibt es zwischen Sudan und Südsudan? Warum interessiert das die antirassistische Bewegung nicht? Das finde ich ganz interessant als Phänomen. Müssten wir mal gucken, wie wir das dann deuten. Anyway, ein bisschen schneller vorzugehen ist, was ich denke, was immer wieder auftaucht und wo wir vielleicht auch wirklich auf einer Ebene von Handeln und von widerständigem Handeln und von kritischem Nachdenken besonderes Augenmerk drauf halten könnten, wäre erstens die epistemische Gewalt. Das ist eigentlich auch der Dreh- und Angelpunkt der postkolonialen Theorie. Die sagt, ja, Unterdrückungsverhältnisse hat es gegeben und über die müssen wir sprechen. Wir müssen über Sklaverei, Genozide, Vergewaltigungen und so weiter reden. Aber wir müssen auch und vielleicht auch fundamental über die epistemische Gewalt sprechen. Nämlich diese Gewalt, die eine bestimmte Idee von Wahrheit durchgesetzt hat. Ne? Was ich eben schon ein bisschen berichtet habe. Das wäre so etwas, da müsste man vielleicht genauer hingucken. Dann müsste man schauen, was bedeutet eigentlich hegemoniales Zuhören? Warum kann man häufig reden, reden, reden und dann hören die Leute, was sie wollen? Und das ist nicht Zufall, das ist nicht random, sondern im Grunde genommen ist es sehr häufig so, dass genau das gehört wird, was gehört werden will. Ja?
Und das nennen wir hegemoniales Zuhören. Also wir können sozusagen in den Kommunikationsstrukturen auch nochmal schauen, was passiert da eigentlich. Und dann müssen wir uns diese Prozesse von Othering angucken und die können wir sehr gut kombinieren mit den Fokus auf Normalisierung. Also wie werden bestimmte Praxen, Vorstellungen, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie wir uns kleiden und so weiter, auch normalisiert. Da gibt es immer auch Veränderungen, das ist nicht stabil. Ne? Ich habe da auch immer diese Anekdote, in den 80er Jahren habe ich in der Bibliothek an der Uni Köln ein Buch gefunden, da ging es um Homosexualität, das Handbuch der Homosexualität. Und dann habe ich dann so geguckt, unter Lesben, und die erste Definition, Frauen, die bequeme Schuhe tragen. Das sage ich dann immer auch den Studierenden in meinen Seminaren und dann gucken immer alle nach unten, ich sage, no worries. Das war ja 80er. Ja, so. Heute dürfen die anderen auch bequeme Schuhe tragen. Genau. Wo wir uns, also das kann man sich nochmal genauer angucken. Und ich würde, also ich plädiere immer dafür, sich Othering, es nicht so einfach zu machen mit dieser Idee von Othering. Das ist so ein bisschen gelandet so in der Migrationspädagogik und auch in so einer kritischen Sozialarbeit. Und dann ist alles Othering. Alles ist nicht Othering. Und man muss dann auch genau gucken, wie dieser Prozess tatsächlich auch vonstatten geht. Ja, und das genauer beschreiben, was da eigentlich passiert, weil da gibt es auch Veränderungen und das ist auch etwas, was dynamisch ist, was nicht nur einseitig geht, sondern muss auch von dem anderen auch was kommen. Ja, okay, also das wären so Stichwörter. Das letzte Stichwort, was ich dann nennen würde innerhalb der postkolonialen Theorie, ist die asymmetrische Ignoranz, wenn immer Wissen hergestellt wird. Wenn immer wir sagen, wenn wir sagen, okay, uns interessiert, wie Wissen hergestellt wird, was als Wissen sozusagen Reputation bekommt, was als Wissen qualifiziert wird, dann gucken wir uns an, was wird eigentlich vermittelt. Ne? Dann heißt die Hochschule dekolonisieren, gucken wir uns die Curricula an und dann schauen wir, ah ja gut, okay, es werden eigentlich immer nur dieselben Theoretikerinnen dann zitiert und genannt und man muss dann immer, was weiß ich, Habermas studieren oder auch Nussbaum studieren, aber wir haben nicht eine einzige queere Theoretikerin of Color aus dem globalen Süden. Nothing. Ja? Und ich habe einmal ein Experiment gemacht und habe das ganze Seminar nur Theoretikerin gehabt, die, und zwar nur Theoretikerin, also Flinter aus dem globalen Süden, die auch da gelehrt haben, nicht die dann in den USA dann studiert haben, sondern die da auch geblieben sind und sozusagen die Erfahrung auch der postkolonialen Welt in ihre Theorie mit einbauen. Und das war eine richtige Herausforderung, weil die Studierenden auch sehr richtig lost waren. Man hatte dann plötzlich keine Bezüge mehr, die redeten über Sachen, die kannte man nicht, noch nicht mal geografisch und so weiter. Und das war aber sehr gut, um sozusagen so eine Selbsterfahrung zu machen, dass wenn wir bestimmte Theorien immer wieder bekommen, dass das auch so ein Feel-Good-Element ist. Ne? Das ist so comfortable, haben wir schon mal gehört. Nie gelesen, Habermas, ne? Aber ungefähr, ne, war irgendwas mit Kommunikation, kritische Schule und so. Aber wenn jetzt so ein anderer Name kommt, den ich vielleicht noch nicht mal richtig aussprechen kann, und das ist so eine Verunsicherung, aber das zeigt einfach, wie massiv immer noch, auch da, wo Kritik eingeübt wird, auch da, wo kritisches Denken gefordert wird, ist immer noch einen sehr starken Bruch gibt. Und das bezieht sich sowohl auf Postkoloniales als auch auf Queer Theory. Immerhin gibt es jetzt, meine Professur heißt tatsächlich Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Gender und Queer. Und dann dachte ich, am Anfang hat immer die Verwaltung dann Queer draus gemacht, hat gesagt, die Migranten können kein Deutsch. Und dann muss ich mal sagen, nee, ist schon Queer und sage, und eigentlich bedeutet das perverse Studien. Hätte mir auch besser gefallen. Also man hätte sagen können, postkoloniale Theorie und Queer Studies, muss man sagen, imperiale Studien und perversen Studien. Dann ist man so ein Punkt, aber das wird nicht gemacht, dann nimmt man lieber dann so dieses, klingt ein bisschen netter. Gut, okay. Die Zeit schreitet voran, ich mache zwei Dinge, will ich aber auf jeden Fall noch sagen.
Ich spreche deswegen, ich habe auch Artikel geschrieben, Dekolonisierung von, aber ich glaube, das ist zu einfach und ich mag es nicht, wenn es so einfach klingt. Also wenn man so denkt, das machen wir dann so easy, machen wir das und dann haben wir das dekolonisiert. I don't think that works. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht geht es eher darum, um so Irritation, also tatsächlich etwas in Bewegung versetzen, irritieren, so dass die Leute erstmal so verunsichert sind und auch vielleicht empört sind, dass man damit dann auch arbeiten kann, also mit diesen Affekten dann auch arbeiten kann. Und dann habe ich mir den Begriff angeguckt des Kanons und fand das total spannend, weil wir immer dann, wenn wir über den Kanon sprechen, sagen, es gibt so bestimmte Literatur, die muss man von bestimmten Professionen, die muss man kennen. Am besten muss man sie gelesen haben, aber die muss man auf jeden Fall schon mal gehört haben. Und wenn man das nicht hat, dann gilt man eben nicht als professionell. Also wäre ich Philosophin und ich würde sagen, Kant habe ich nie gehört. Wer war der Dude? Lebt er noch? Ist er schon tot? Dann würden die sagen, also sorry, also aber Philosophin ist sie nicht. Okay. Wenn ich aber jemanden frage und sage, okay, sag mir nochmal den wichtigsten Vertreter buddhistischer Philosophie, und sagt, echt keine Ahnung, sagt er, kann ja trotzdem Philosoph sein. Ja? Und das ist eben das, was auch asymmetrische Ignoranz ist, und die ist im Kanon eingeschrieben. So, und was würde das dann bedeuten? Und ich finde das ganz interessant, dass der Kanon, wenn man das sich anguckt, auch in der Musik, also nehmen wir es aus der Literatur weg und gucken uns das in der Musik an, eben heißt eine mehrstimmige Komposition, bei der eine Stimme nach der anderen einsetzt, wobei die erste Stimme quasi als Richtschnur vor den anderen Stimmen exakt kopiert wird. Und das ist wie eine Beschreibung von Diversity-Strategie. Ja? Dann kommen die anderen Stimmen dazu, aber bitte die Stimme replizieren. Deswegen sagt Franz Fanon, das können wir machen, aber wir sind immer zu spät. Ja, wir sind immer die zweite und die dritte Stimme, wir sind immer die Kopie, weil das Original ist schon besetzt. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, man kann einen anderen Begriff nehmen, der auch aus der Musik genommen worden ist und den Edward Said stark gemacht hat, aber nicht nur Edward Said, sondern auch Fernando Ortiz, ein kubanischer Anthropologe, hat auch von kontrapunktischen gesprochen, und die haben das aus der kubanischen Musik, insbesondere in Gemeinschaft ehemals versklavter Menschen genommen, also dieser Kontrapunkt, wo es darum ging, das ist bei Bach, ne, also eine klassische Musik, daraus nimmt es Said, ist es dann auch eine Irritierung eigentlich, dass die Harmonie, aber wo dann später dann doch wieder eine Harmonie wird. Und bei Fernando Ortiz ist es auch so, jemand erzählt was in der, singt eine Geschichte, und dann sitzen die Leute im Kreis und jemand kommt dann nach vorne und singt diese Geschichte, wie diese Person das erfahren hat. Und wir sehen, dass eine Geschichte immer eigentlich eine Form der Interpretation ist, ja. Und aber durch diese Irritation entsteht aber dann wieder eine Harmonie. Und das finde ich ziemlich toll als Metapher. Ja, als Metapher, dass die Vielstimmigkeit nicht die ist, also man muss sich das mal angucken, diese Diversity-Plakate von Ford und von Siemens, ne? Das ist crazy. Also, was sie da als Diversity verkaufen. Also es gibt nämlich immer auch eine etwas, was sehr homogen ist. Und hier wäre das etwas wirklich, das auch dann zu irritieren. Gut, und daraus würde dann, und das wäre ein Plädoyer, etwas entstehen, was ich bezeichne als kontrapunktisches Denken. Können wir ein Denken etablieren, in dem es nicht nur so ist, dass andere Theorien, Stimmen, Konzepte, Gesichter, Affekte, Arten, sich zu bewegen, irritieren, sondern dass wir diese Irritation suchen, weil wir die nämlich brauchen. Ja? Also wir brauchen diese Vielstimmigkeit, weil sonst habe ich das Gefühl, ich bin in so einem Hamsterrad. Ich höre immer dasselbe. Ja, ist wirklich interessant, wie viele Sachen immer wieder gleich gesagt werden und es verändert sich nicht. Das ist, was Sarah Ahmed bezeichnet als zum Beispiel die Non-Performativität von Antidiskriminierungspolitik. Die tun so viel, die machen alles Mögliche und alles bleibt beim Alten. Ja, das ist wirklich verrückt. Und das wäre etwas, das zu machen. Und man kann jetzt in der Literatur viele
Theorien finden, und das ist jetzt auch nur random Sachen, die ich mal gelesen habe, wo so Ideen da drin waren. Wenn Derrida sagt, die Zerstörung der Evidenzen, also alles das, was wir als normal bezeichnen, oder die historischen Erfahrungen in einem Theater verlorener Szene nacherzählen, Luz Irigaray, dass man wirklich aktiv danach sucht, was sind denn Sachen, die nicht erzählt werden und die wieder hervorkramt, dass man aber auch sich mit der Nation und nicht nur den Nationalstaat, sondern der Nation entidentifiziert, wie Muñoz das sagt. Das ist so einfach, es klingt trivial, ist es aber gar nicht. Ja, weil weil wir sind sozusagen auch Teil der Nation, in der wir auch sozialisiert worden sind. Anyhow, das wären so Beispiele. Ich habe eben auch Bilder, weil mich Kunst als Irritation immer interessiert. Das ist jetzt ein Fotograf aus Nigeria, Akinbode Akinbi, der jetzt auch in Berlin lebt und sehr ganz tolle Fotografien auch gemacht hat von dem postkolonialen Afrika. Und was wir da mal gucken, was machen wir mit unseren Bilderwelten, mit unseren Imaginationen? Wie gelingt es uns, diese Imagination zu erweitern? Und das wäre etwas, wo Spivak sagt, that's the aim. Das Ziel wäre, wir müssen unsere ethischen Reflexe trainieren, und um das zu können, müssen wir unsere Imagination erweitern. Wir müssen in der Lage sein, etwas zu denken, was die Leute, die meisten oder die Mehrheit der Leute sagt, das kann man nicht. Das ist vielleicht utopisch, das ist doof oder so. Ja? Also wie kann man das machen? Und da finden wir eben doch sehr viel, und damit möchte ich gerne enden mit zwei, drei kleinen Beispielen, insbesondere bei Queer of Color im globalen Süden. Wir haben zum Beispiel Gloria Anzaldúa, Chicana. Das war eine Chicana-Theoretikerin, die ich sehr sehr geschätzt habe, auch leider viel zu früh gestorben, die selber queer war und in einem Stück Land gelebt hat, Territorium, was irgendwann mal Mexiko war, dann Spanien, und dann haben die Spanier das an die USA verkauft. Und dann war es USA. Daher kommt dieser Slogan von den Aktivisten, also we didn't cross the border crossed us. Ja, also die einige Generationen der Familie eigentlich beheimatet waren und dann zu Migranten geworden sind. Und sie ist eine sehr bekannte Queer of Color, hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Borderlands La Frontera. Und da spricht sie zum Beispiel davon, dass um diese Welt verstehen zu können, muss man etwas sozusagen kultivieren, was sie nennt Loqueria, Craziness. You have to be crazy. Das ist wie, wenn Spivak sagt, ich bin zu dumm dafür, um interdisziplinär zu denken. Aber eins kann ich, die Regeln brechen. Ja? Die Regeln brechen ist was ganz anderes wie interdisziplinär denken. Und sie sagt, dass der Versuch, die Ablehnungen zu verhindern, ist vielleicht nicht das, was wir machen sollten. Sondern viel eher, spricht sie eben als eine Queer of Color, sagt, es geht darum, zwischen den Welten zu leben. Und das ist ein Motiv, das finden wir sowohl in dieser Art Literatur, aber eben auch in der postkolonialen Theorie, immer der Versuch, auch noch einen anderen Raum zu begründen. Ja? Dritte Räume, where newness can efface, wie Baba zum Beispiel sagt. Ja? Und sie bezeichnet das eben als Borderlands. Was ich an Saldur sehr mag, ist diese radikale Kritik sowohl der Mehrheitsbevölkerung als auch der eigenen Community. Und sie sagt, die Community kann nicht außerhalb der Gewalt sein. Also sie auch dann schreibt auch über ihr persönliches Leben und wie viel Gewalt sie auch in der eigenen Community als queere Person erlebt hat. Und sagt aber, wir denken dann immer so an diesen Borders, ne? Also wo so viele Dinge zusammenkommen, da ist es dann so leer, aber es ist ziemlich voll da. Ja, es ist eine sehr belebter Landstrich sozusagen, Territorium. Und das bezeichnet sie dann so als etwas, wo dann eben neue Ideen tatsächlich zirkulieren können und beginnen können. Und als Strategie nennt sie das als Movimientos de Rebeldía, also das Rebellische. Und wir wissen, dass zum Beispiel mit Beginn der Kolonialisierung es auch Widerstand dagegen gegeben hat.
Und das waren nicht nur die großen nationalen antikolonialen Bewegungen, sondern es hat immer auch sehr viele Aufstände und kleine und große Widerstände gegeben. Und diese Rebellionsbewegungen, die muss man sozusagen wieder auch aufkeimen lassen. Und sie sagt, dass die Kultur unseren Glauben formt. Das heißt, es geht auch nicht um Toleranz, ja, für Devianz. Ja, also dass man dann so sagt, da, die sind so anders, aber ich habe da keine Probleme mit. That's not the point. Sondern tatsächlich auch zu sehen, das ist auch etwas, was in Konkurrenz zu meinen Wahrnehmungen und Affekten und Vorstellungen steht. Das ist nicht einfach immer alles harmonisierbar. Ja, dann essen wir Nachos und dann findet uns Ansel Dua gut. So einfach ist es nicht. Okay, das andere lasse ich jetzt weg, weil ich schon zu lange geredet habe, aber ihr kennt es auch schon. Verlernen als Strategie kommt auch aus der postkolonialen Theorie. Und will lieber noch mal ein bisschen über Theoria Encarnada sprechen. Es kommt auch aus Lateinamerika und von vielen lateinamerikanischen Feministinnen, insbesondere Mexiko, aber nicht nur, auch Bolivien, auch Argentina, also aus sehr vielen also rebellischen, queeren Gruppen, Kollektiven. Und die haben diesen sehr schönen Konzept, finde ich, das heißt Theoria Encarnada, das ist wie so fleischgewordene Theorie. Ja, man könnte sie, das klingt ein bisschen christlich, ne, vielleicht. Also, ich würde sagen, erfahrungsgesättigt. Ja, und das ist mehr wie so eine feministische Strategie, wie dass die eigene Position dann betrachtet wird, sondern wirklich, dass alles, was wir auch tun, tatsächlich auch Erfahrungen sind. Und das sind Erfahrungen der Gewalt und Erfahrungen des Widerstands immer. Ne? Und deswegen ist Vergangenheit und Zukunft vereinigen sich, das ist so diese Vorstellung, ne? Das ist wie die Aymara, um das Jetzt zu überwinden. Und das, finde ich, ist eben eine spannende alternative Wissensproduktion, wo es nicht darum geht, ich suche, was gibt es da irgendwo, was haben irgendwann mal, was weiß ich, im 17. Jahrhundert die Mapuches im heutigen Argentinien gesagt, sondern wirklich zu gucken, was jetzt auch passiert, weil es geht ja um Zukunft. Es geht nicht nur darum, die Vergangenheit zu verstehen und zu sehen, wie das so verschmelzt und da eben alternative Wissensproduktionen zu finden. Last but not least geht es eben dann um etwas, was das ist ein Begriff von Boaventura de Sousa Santos, und mit dem Konzept möchte ich mal aufhören, habe das jetzt auch mal sozusagen auch mal gequeert, sozusagen, also verquert. Und das ist die kognitive Gerechtigkeit. Dass, wenn wir über Gerechtigkeit reden, müssen wir über Verteilung dann auch sprechen. Wer hat wie viel Geld? Ne? Ein sehr guten Freund, der Ökonom ist, und sagt, Marie, ist total einfach. Es gibt nur so viel Geld. Und das wird dann verteilt. Und wenn die viel haben, dann haben die wenig. Ja, also, und das geht auch. Aber Santos lenkt nochmal den Blick darauf, auf das, was uns ja interessiert, vor allen Dingen die Wissensproduktion und die Repräsentationspolitiken, und sagt, es gibt auch so etwas wie eine kognitive Gerechtigkeit. Und die kognitive Gerechtigkeit würde darin bestehen, doch mal zu gucken, welche Wissensproduktionen überhaupt Reputation erlangen. Ja, oder welche, wie, in welcher Weise, von wem dann auch disqualifiziert werden. Dazu gehört eine persistente Selbstkritik, weil Kritik ohne Selbstkritik funktioniert nicht. Wenn wir das ernst nehmen, dass wir immer mittendrin sind und nicht von außen auf die böse Welt gucken. Also so wie wenn man so in sein iPad schreibt, ich bin Antikapitalistin. Kann man machen. Aber es wäre vielleicht dann trotzdem gut zu gucken, was ist mit diesem iPad? Ja? Man muss in hegemoniale Diskurse intervenieren, dafür muss man erstmal identifizieren, was sind hegemoniale Diskurse, wie werden die hergestellt, und dann Strategien finden, da auch zu intervenieren. Das ist nicht immer die Stimme erheben. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr eurozentrisch ist, dass Widerstand nur gesehen wird, und man müsste das sehen, es ist eigentlich wirklich auch, das ist eine richtig ableistische Idee von Widerstand. Laut, kräftig und schnell. Die Leute müssen dann rennen und vor allen Dingen dann immer dann gehen und dann schreien.
Und es gibt andere Formen des Widerstands. Es gibt auch eine Form des Widerstands, die heißt Schweigen. Wenn Leute zum Beispiel danach was hören wollen, zu sagen, habe ich unter anderem bei Angela Davis gelernt, wo also immer wenn irgendwas kam, wo ich so zuckte und dachte, das ist jetzt so rassistisch, hat sie so gelächelt und sagte, very interesting, stehen lassen. Weil auch einfach nicht mehr diese Kraft geben, da auch nochmal zu belehren, weil eigentlich wissen die Leute das dann, ja, aber die wollen nicht. Genau. Und dann eben auch nochmal als letztes, würde ich sagen, auch wirklich nochmal zu gucken auf diese Idee von Zeitlichkeit. Und das habe ich jetzt ein bisschen verbunden, weil die Zeitlichkeit in den Kolonien, das ist etwas, was ganz wichtig ist, sich das auch anzugucken. Und wir können uns das aber auch jetzt angucken. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche bei einer Kunstausstellung so eine kleine Lecture-Performance gemacht zu warten lassen als eine Strategie der Macht. Wer muss warten? Vor welcher Tür? Warum? Wie lange? Ja? Und was macht das mit mir, wenn ich dauernd warten muss? Ja? Und wer hat dann immer die schnelle Spur, ne? Die immer so diese Privilegierten. Deswegen habe ich mich eben beim Essen brav hinten angestellt und bin nicht vorbeigegangen. Genau, aber man könnte das noch weiterfahren und daraus eine queer postkoloniale Crip-Zeitlichkeit machen, weil die Crip-Theory wird auch sehr wenig zur Kenntnis genommen. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Queer-Theory und Disability-Studies, die sehr diskriminierenden Begriff Crip nehmen, wie eben Queer auch, ne, um den zu resignifizieren. Und eine Vertreterin, und das ist so, also da könnt ihr mal drauf gucken, es gibt sehr viele Videos und Bilder von hier, ist Johanna Hetwa, die Begründerin der Sick Women Theory. Ja? Und die selber eben eine chronische Erkrankung hat, eigentlich nie ohne Schmerzen leben kann. Und diese Bilder, mit diesen Bildern ist sie berühmt geworden, die sind Teil der Theoriebildung, das finde ich auch toll. Also es sind dann nicht nur diese Theoriebildung in geschriebenen Worten, sondern eben auch in diesen Bildern. Und man sieht immer drei Elemente, die da sind. Auf der einen Seite die Bücher. Also das Intellektuelle als etwas sehr Wichtiges, um eine Revolution gewinnen zu können. Ja? Sagt schon Marx. Sagt, ihr braucht doch kein Diplom, ihr braucht doch keinen Hochschulabschluss, um zu wissen, dass die Welt nicht gerecht ist. Weiß jeder. Brauchen wir keine Studien zu. Wundert mich immer, dass Leute dann Millionen bekommen, um herauszufinden, die Welt ist ungerecht. Ja, die Welt ist ungerecht. Aber, das sagt Marx, wenn ihr sie verändern wollt, und das ist ja das Ziel, dann müsst ihr das verstehen. Und um das zu verstehen, brauchen wir die Theorien. Und deswegen sagt er zu den Arbeitern, die da zu seinen Bildungsveranstaltungen kommt, sorry, aber diesen Berg müsst ihr hinauf. Ja? Und Johanna Hetwa macht das auch. Er hat immer, stützt sich auf diesen Theorien. Und Bell Hooks hat diesen Satz auch. Es waren die Theorien, die mein Leben gerettet haben. Das finde ich auch so stark. Ne? Deswegen aktivistische Gruppen, die anti-intellektuell argumentieren, Problem. Ja? Das andere sind die Medikamente, die Teil ihres Lebens geworden sind und eben die unterschiedlichen Elemente, die Teil ihres Körpers geworden sind, wie Gehstock und so weiter. Ja, eine Person, die unglaublich kreativ ist, unglaubliche interessante Theorien auch gestaltet hat, muss man dann auch sagen, und die aber eigentlich, wenn die Welt auf sie schaut, hätte nichts, zum Nichtstun sozusagen verdammt gewesen wäre. Ja, das ist eben auch also dieser Stillstand. Und dann diesen Aktivismus. Und was nehme ich da? Und deswegen ist dieses Bild das letzte Bild, wo der Blick von denjenigen, die tatsächlich auch dann unterdrückt werden, auf denen wir sozusagen auch aufsitzen, zurückgeworfen wird. Bis hierhin.